Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben die letzte Folge hier beendet, machen uns gerade auf den Weg zu der anderen Insel hier drüben. Der Wind ist, naja, weder gegen noch mit uns. Aber zumindest können wir ein bisschen den Wind nutzen. Das tut schon mal ganz gut. Ich habe mich nochmal informiert mit dem Chitin hier. Die Waffe, die uns angezeigt wurde, als neues Rezept, ist eine Harpune. Mit der können wir Gegner abschießen und zu uns herziehen. Oder generell irgendwo hinziehen. Soll wohl zwei nützliche Einsatzgebiete dafür geben, habe ich gelesen. Einmal für Seeschlangen, das sind diese Flussmonster, die ich immer meinte. Irgendwie kann man die wohl an Land ziehen und sich die Schuppen von denen holen. Soll wohl ein relativ geiles Schild am Ende bei rauskommen. Ist aber wohl solo sehr, sehr schwer. Schafft man wohl irgendwie nur zu zweit. Also solo muss es da noch einen besseren, einfacheren Weg geben, um an die Schuppen zu kommen. Und die andere Sache ist, man kann damit wohl schön Bosse in Gruben ziehen. Und da kam ich so ein bisschen auf eine Idee, ob wir das vielleicht mit dem Knochenwanz so machen. Man kann wohl, also natürlich kann man eine Grube ausheben und dann irgendeinen Bossgegner mit der Harpune abschießen und da reinziehen, dass der da drinnen festhängt. Ja, und dann gemütlich auf ihn einprügeln. Ich habe überlegt, das könnte man ja prinzipiell mit dem Knochenwanz machen. Aber ich habe so ein bisschen Bedenken. Einerseits ist unsere Schlagwaffe, der Streitkolben, ja jetzt keine extreme Langwaffe. Am Ende kommen wir dann nicht richtig ran und müssen mit in die Grube. Was nicht so geil wäre. Ja, und Knochenwanz kommt halt auch nicht allein. Das ist so auch so ein bisschen das Problem. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange das dauert, den zu ziehen. Und am Ende werden wir in der Zeit schon von tausenden Skeletten vernascht. Naja, ich habe mich erstmal dagegen entschieden. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das bei einem anderen Boss hin. Der nächste ist ja der Drache. Ich weiß nicht, ob wir uns den dann einfach an den Boden ziehen können. Gut, aber sobald wir die Harpune wieder wegmachen, kann er ja wieder losfliegen. Also so einen Drachen in die Grube ziehen, ist, glaube ich, nicht so die schlauste Idee. Schaut mal, eine ganze Nixon-Familie hier. Ja, also mal schauen, ob wir das irgendwann mal einsetzen werden. Aber an sich ganz interessant. Weiß nicht, ob man sich damit dann auch mal Fische angeln kann. Wir haben voll Rückenwind. Wie sieht's denn aus? Hier oben ging die Insel los. Wir hätten auch mal hier oben noch ein bisschen lang schwimmen können. Ist eigentlich schade. Wir jetzt gerade auf dem Kurs hier sind, aber vielleicht umrunden wir auch einfach mal die hier. Wie gesagt, hier drüben haben wir alles, was Ufer angeht. Hier kann es nicht mehr sein. Lasst uns vielleicht mal hier so eine kleine Runde drumherum drehen, bevor wir uns wieder nach unten machen. Wäre halt ansonsten irgendwie verschenkt. Wenn wir jetzt einfach wieder runtersegeln und dann hier unten gucken und hier nichts ist, dann müssen wir wieder hier hoch. Aber vielleicht ist er auch da unten, man weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass wir ihn bald finden. Oh nein. Rüber. Danke. Wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme, dass der Händler sich so langsam mal zeigt. Aber wir wissen jetzt zumindest, hier oben ist noch eine Insel und das scheint wohl auch, und das da hinten noch mit dazugehört, eine relativ große Insel zu sein. Würde ich jetzt zumindest vermuten. Das ist, nee, das ist der Baum, ne? Obwohl, das sieht trotzdem nach Festland aus da hinten. Ja, der Wind verlässt uns wieder so ein bisschen. Beziehungsweise liegt es einfach daran, dass wir gedreht haben. Aber klingt es trotzdem noch ein bisschen was, ich hoffe. Wir werden das schon hinkriegen. Ja, ansonsten, vielleicht haben wir auch hier überall noch Insel. Kann natürlich auch sein. Wie gesagt, ich wollte nur mal eine kleine Runde jetzt drehen. Einfach mal, um zu schauen, wie groß ist die Insel. Und vielleicht verbirgt er sich ja hier. Ansonsten machen wir da natürlich dann gleich wieder runter. Das ist alles Dunkelwald. So, der Wind ist komplett gegen uns. Wir müssen leider wieder rudern. Aber es sieht nicht gut aus. Sagt halt die Frage, wie groß ist dieser 2-Kilometer-Radius? Hat halt leider gar keinen Maßstab dafür. Aber ich glaube, so langsam können wir wieder umdrehen. Verdammt.
Ja, dann machen wir jetzt, wir drehen gleich um und machen hier unten wieder lang. Vielleicht haben wir ja hier noch eine Insel, wo sich der Gute versteckt. Oh nein, 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 ich sollte nicht so lange auf die Karte gucken. Ich würde sagen, ein kleines Stückchen machen wir mal noch hier vor. Noch ein Troll. Sah gerade komisch aus da oben. Es ist dunkler, aber das ist auch der Baum. Ich dachte schon, jetzt kommt irgendwie eine Meldung. Du hast den Händler gefunden. Ne, ich weiß gar nicht, ob da eine Meldung kommt oder ob wir einfach die ganze Zeit auf die Karte schauen müssen. Ich habe keine Ahnung. Ein kleines Stückchen würde ich mal noch hier langfahren. Entschuldigung, da war die Stimme schon wieder ein bisschen weg. Ist noch früh, 7.44 Uhr. Da darf man mir das verzeihen. Ja, mal schauen. Drüben ist noch eine Insel. Ah, okay. Dann lasst uns hier ein kleines Stück vor. Und dann drehen wir hier hinten und fahren vielleicht hier nochmal lang. Dass wir hier die Insel hier drüben auch noch ein bisschen mit Abkundschaften. Abkundschaften? Auskundschaften natürlich. Ja, dann können wir mal schauen, dass wir uns früher oder später definitiv mal das größere Boot herstellen. Mit den Eisennägeln, das habe ich irgendwie etwas vergessen. Generell Eisennägel, wer weiß, was jetzt alles für Rezepte noch kommen, wenn wir die mal herstellen. Wollte gerade sagen, das Lenkrad ist nicht komplett gerade, aber er zeigt nichts an. Aber so ein bisschen Spielraum hier hat man noch. Jetzt. Ist das da hinten? Sind das nur Wolken oder ist das Gebirge? Auf jeden Fall haben wir da drüben noch eine Insel. Ich hoffe, auf der ist er. Ich hoffe auf jeder Insel, dass er dort ist. Sie haben auf jeden Fall auch Gebirge. Ich glaube, jede Insel hat am Ende irgendwie Gebirge, oder? So in der Mitte. Oder zumindest irgendwo. Aber auch hier haben wir ihn leider wieder nicht entdeckt. Und da ist die Insel nämlich auch schon rum. Können jetzt wieder hier oben lang, aber ich denke mal, dass wir hier und hier bestimmt schon ihn auch entdeckt hätten. Schade. Naja. Ich hoffe mal, er wird irgendwo sich hier verstecken. Das ist die Frage. Wir haben wieder Rückenwind. Machen mal die Segel auf. Natürlich hier auf so einer kleinen Insel am Ende ist, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube auch nicht, weil dann hätten wir ihn schon entdeckt. Wir können die Karte auf jeden Fall mal ein bisschen weiter rausfahren. Dann sehen wir es vielleicht auch schneller, wenn er irgendwo aufblinkt. Das ist auf jeden Fall nur eine Mini-Insel. Wäre aber eigentlich auch geil, sich hier früher oder später mal ein kleines Häuschen drauf zu bauen. Moment, wo haben wir es? Haben die noch nicht so richtig entdeckt. Mach mal hier. Mini-Insel. Wäre irgendwie cool mit so einem Portal. Einfach mal für 2-3 Tage Urlaub. Wenn wir zu viel geschuftet haben. Sich dahin zu verfrachten. Lecker Sumpf. Also ich denke mal, im Sumpf wird er nicht sein. Er soll ja im dunklen Wald sein. Ich fahr trotzdem noch mal ganz kurz hier die Küste lang. Und dann hier vorne wieder rum und zurück. In der Hoffnung, wir finden ihn irgendwo. Ist das da drüben? Ach, Skelette. Sah gerade aus wie eine Pflanze. Wir müssen uns unbedingt mal Ausschau halten. Ich hatte das auch wieder in den Kommentaren drin, zwecks der Rübensaat. Guck mal, die gehen hier baden. Sollen ja die gelben Blümchen sein im Sumpf. Ich habe sie bloß bisher noch nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Aber das wäre... Nein, geh weg. Aber das wäre natürlich geil, wenn wir mal wieder ein neues Lebensmittel bekommen. Ich dachte gerade, das ist irgendein Flussmonster da unten. Aber nur unser Schatten. So, ich glaube, Schlundi hat losgelassen. Und da vorne geht es dann wieder rum. Ja, dann sind wir hier einmal im Kreis gefahren. Ist ja auch okay. Wird mal wieder eins näher rangehen auf der Minimap.
No. Ach, verdammt. Mann, 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 wenn man mal eine Sekunde nicht hinschaut, ne? So, und wieder vor. Komm. Jetzt nicht hier am Sumpf stehen bleiben. Ganz schlechter Standpunkt. Mach mal volle Kanne voraus. Ja, dann essen wir was, mein Guter. So. Also, immer noch nicht entdeckt. Schade, schade. Ich hatte stark Hoffnung, dass hier irgendwo was ist. Naja. Wir werden das schon noch hinkriegen und allergrößten Notfalls wissen wir können noch nachschauen, obwohl ich das eigentlich nicht unbedingt machen möchte, ehrlich gesagt. Aber wenn es natürlich wirklich viel zu lange dauert, dann wäre das schon mal eine Option. Ja, es sind jetzt halt gerade leider nicht so die spannendsten Folgen. Ich finde es zwar auch mal wieder schön, mal ein bisschen etwas einen ruhigeren zu machen. Gar keine Frage. Hier ist noch Dunkelwald. Komm, sei hier drin. Los. Da hinten in der Hütte versteckt er sich. Ich weiß es genau. Ja. Ja, ich finde es auch schön, mal wieder etwas entspannter unterwegs zu sein. Aber jetzt 20 Folgen lang hier nur auf dem Boot rumgurken in der Hoffnung, irgendwo macht es ja mal Bing. Ist halt auch nicht so das Wahre. Aber es macht nirgendwo Bing. Schade. Na gut, dann machen wir wieder zurück. Weiß nicht, ob wir hier nochmal reinfahren wollen. Zumindest mal gucken, wie weit es geht. Ach komm, wir probieren das mal. Weil wir haben hier gerade dunklen Wald. Und es ist eine benachbarte Insel von unserer. Die Chancen stehen hoch, dass er hier irgendwo ist. Wir fahren mal ein kleines Stück hier rein. Und vielleicht haben wir ja Glück. Wir müssen hier nur ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht in die Steine reinkommen. Bin mir nicht ganz sicher, wie viel Leben unser Boot noch hat, weil die Gräulinge, Grauzwerge, was auch immer es war, ja schon, schon heftig drauf eingedrescht haben. Zumindest mit ihren Steinen beworfen. Ach, man muss echt ein bisschen vorsichtig lenken. Aber ich musste halt auch dem Stein ausweichen. Also hier gibt es wieder eine ganze Menge Zinn. Das war's aber auch. Kommen langsam wieder in die Nacht rein. Aber wir finden die nicht. Ach Mist, ich dachte wir kommen jetzt... Ich wollte jetzt gar nicht so tief hier rein. Ich dachte wir kommen hier irgendwie rechts wieder rum. Aber ich glaube wir fahren jetzt hier mitten in die Insel rein. Ist halt auch relativ eng, wir können nicht wenden. Das war nicht mein Plan. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rüber. Ja. Na gut, wir gucken mal, wo wir rauskommen. Was soll's? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, das war dumm. Ah, ich würde echt gern mal gucken, wie es lebenstechnisch aussieht. Ah, was da unten? Man hat's kurz gesehen. Ja, ist okay. Nein, 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 nein. Jetzt hatte ich doch den Hammer draußen und war trotzdem noch am Ruder. Mist, wir haben uns festgefahren. Müssen das Boot mal ein bisschen schieben. Ich dachte ja, das letzte Mal, wenn wir den Hammer nehmen, gehen wir weg vom Ruder. Jetzt sah es aber so aus, als wären wir noch dran. Komm, volle Fahrt voraus. Ich glaube, wir kommen jetzt, kommen wir hier vorne wieder rum. Ansonsten müssen wir dann doch mal wenden und fahren wieder zurück. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ach man, benachbarte Insel, voll viel Dunkelwald, aber kein Händler in Sicht. Wieder eine Trollhöhle. Wollen wir da mal reinschauen? Obwohl wir, nee, wir haben nicht so geile Lebensmittel dabei. Der macht uns zwar jetzt nicht mehr so viel Schaden, aber mit gerade mal 60 Leben will ich da auch nicht unbedingt rein. Hey, da ist noch einer, hallo. Gut, also hier ist er leider auch nicht. Dann machen wir hier einmal den Kreis drumherum, je nachdem wie weit es geht. Ich hoffe nicht, dass die Insel jetzt bis hier geht. Und dann geht es wieder heim. Da
Dann können wir mal schauen, wenn wir zu Hause sind, ob wir mal wieder ein bisschen was bauen. Jo, ein bisschen was bauen und dann vielleicht nochmal aufs Boot oder wir machen erstmal zum Knochenwanst. Ich weiß es noch nicht genau. Ich hatte halt echt die Hoffnung, dass wir das zeitnah hinkriegen mit dem Händler. Aber es scheint doch nicht so einfach zu sein. Da ist wieder Odin, oder? Nee, leuchtet einfach nur und da sind Trogger davor. Ja, schön in der Nacht am Sumpf rumsegeln mit einem Schlundi im Nacken. Das macht Spaß. Na gut, wir haben ihn nicht. Vielleicht kommt es ja noch, obwohl hier jetzt wahrscheinlich überall Sumpf ist. Aber vielleicht, wir hatten ja hier drüben, glaube ich, noch eine Insel. Wir hatten noch irgendwas gesehen vorn. Vielleicht haben wir ja Glück, dass er da rumgeistert. Ich glaube, da drüben ist auch noch Insel und Sumpf. Aber ich will jetzt nicht nochmal darüber. So langsam müssen wir auch mal wieder heim, dass ihr mal was anderes seht als Wasser. Und ich glaube, der Kleine hier wird auch langsam ein bisschen seekrank. Guck mal, wie traurig er schaut. Ja, Wind ist nicht so geil. Ich glaube, Rudern ist wieder besser. Ist das alles noch Sumpf? Die Bäume sehen stark aus wie Sumpf. Wird er sich ja dort auch nicht verstecken. Hier, das Klipper müssen wir mal noch sammeln gehen. Für den Trogger Reißzahnbogen, aber da brauchen wir das Silber noch für. Also das wird eh nichts, bevor Knochenwanst nicht gefallen ist. Tja. Ich bin etwas enttäuscht. Dachte, wir finden ihn. Vielleicht haben wir ja noch Glück, dass er hier drüben rumlungert, aber... Ansonsten war dieser ganze Ausflug, na gut, für umsonst war er nicht. Wir haben Chitin gefunden, wir haben Riesenschildkröten kennengelernt, wir haben Odin getroffen. Also ein bisschen was ist natürlich schon passiert. Aber der eigentliche Sinn und Zweck der Reise wurde leider nicht erfüllt. Mir ist kalt, na das ist doch schön. Am besten kommt jetzt noch eine Seeschlange und bringt uns hier mitten auf dem Meer um. Dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe mal, dass wir auch nah genug überall dran gefahren sind. Dass das reicht, aber 2 Kilometer ist ja ein ganzes schönes Stück. Und wenn wir mal hier reingucken, dann sind das 2 Meter. Na gut, wir sehen den jetzt nicht, aber ihr wisst schon. Prinzipiell müsste es dann ja eigentlich hinhauen. So, wir sind immer noch am Ruder, also jetzt geht's doch. Okay. Dann lasst mal schauen. Kurs prinzipiell. Ja, ist fast der richtige. Jetzt nur ein bisschen doof, dass es gerade Nacht ist. Jetzt sehen wir die andere Insel nicht, aber die war hier irgendwo. Ich sehe zumindest gerade aktuell noch gar nichts, aber wir werden die schon finden. Aber ich wäre immer noch für ein Bett auf dem Boot, dass man das Boot ankert, sich einfach eine Runde aufs Ohr haut und dann bei Tageslicht wieder weiterfahren kann. Vielleicht gibt es das ja auf einem größeren Boot, vielleicht ist das einfach zu klein hier. Guck mal, der hat seinen Arm gar nicht dran und rudert trotzdem. Wir haben eigentlich ein bisschen Wind, der mit uns geht. Ich glaube, wir können die Segel mal auswerfen. War das das da drüben, was ich vorhin gesehen hatte? Hui. Ich glaube, das war das da drüben. Können wir ein kleines Stück links. Ich glaube, jetzt können wir auch wieder rudern. Ich denke mal, der Sumpf geht hier hinten noch weiter. Mehr wird dann wahrscheinlich auch nicht kommen. Naja. Nee, doch. Ja doch, wir gucken jetzt in die Richtung. Die Frage, ob sich das jetzt lohnt, jetzt noch so weit rauszutreiben. Wie weit geht das da drüben noch? Ist ja halt auch nur Sumpf.
Kann natürlich sein, dass genau dahinter Dunkelwald kommt. Ja, ich würde sagen, ich überlege mir das von der Zeit von jetzt bis zur nächsten Folge, denn wir sind leider schon wieder am Schluss. Gefunden haben wir ihn nicht, aber was soll's. Nächste Folge geht's. Es war so klar. Es war so klar. Ach, holy shit. Ach, shit. Oh Gott, ich mache der fast keinen Schaden. Irgendwie backt das auch schon wieder so heftigst mit den Pfeilen. Och man, ich wollte gerade Folgenende machen. Aber 0,5 Schaden. Oh, 57 Schaden. Ach du Scheiße. Weil wir haben ja richtig verkackt. Wir sind ja komplett tot. Wenn das Boot kaputt geht. Ach du Scheiße. Ich jetzt mein eigenes Boot getroffen. Ey, Scheiße. Nee, wir müssen zurück. Dorthin. So weit wie es geht. Wenn wir hier runterfallen, haben wir ein Problem. Komm schon, fahr. Fahr, fahr, fahr. Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall zum Ufer. Ja, die hält ja halt... Na gut, wir kriegen die schon tot, aber... Glück ist der Wind gerade mit uns. Jetzt flüchten wir uns in den Sumpf. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal als Rückzugsort sehe. Weil wir kommen ja auch gar nicht mehr zurück dann. Scheiße. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Und wenn die uns hier mitten auf dem Meer das Boot kaputt macht, haben wir halt echt ein großes Problem, ne? Ich weiß nicht, können wir die... Ah, scheiße, jetzt haben wir hier die Gegner noch. Können wir die irgendwie im Nahkampf besiegen oder greift die nur unser Boot an? Ach, geh weg jetzt. Ach, Leute, ich... Oh nein, jetzt sind wir vergiftet. Ich habe keine Ausdauer und zwei Trogger und ich glaube, die Seeschlange hat sich verpisst. Ach du Scheiße. Ach, Leute. Leute, Leute, Leute. Ich brauche Ausdauer. Ah, wir sind gleich tot, ey. Wir sind auf jeden Fall gleich tot. Nein, wir sind gleich tot. Komm schnell wieder aufs... Ne, die Seeschlange ist noch da hinten. Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir wieder aufs Boot... Ja, die machen jetzt noch mein Boot kaputt. Ach, genau. Ach, Leute. Wie viel Pech kann man denn haben? Und da war's weg. Super Folgenende. Hey, so ein scheiß Flussmonster. Dass wir natürlich auch nur Sumpf in der Nähe haben, war auch wieder Weltklasse. Ja, jetzt müssen wir... Oh, jetzt müssen wir erstmal irgendwie wieder da oben hinkommen. Ach, super. Das heißt, wir müssen uns Materialien mitnehmen für ein neues Boot. Hier haben wir das Portal, was ich Händler genannt habe. Gehen wir idealerweise mit... Also teleportieren uns hier hingehen hier rüber. Fahren mit dem Boot rüber. Och man, das hätte echt nicht sein müssen. Wenn das ganze Chitin und alles drin. Naja, wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut.